Hallo und herzlich willkommen in Silverstone. Ich glaube, da hat jemand die Zeitmaschine ausprobiert. Und es geht auch direkt los, ab in Turn 1. Das ist eine standardmäßige 90 Grad Rechtskurve, also beim Pfeil bremsen, einlenken, Apex berühren und wieder raus beschleunigen. Wir haben natürlich hier einen Boliden mit extrem viel Power und extrem wenig Grip und der hat sogar, obwohl da eigentlich ein Hügel dran ist, auch eigentlich keine Aerodynamik. Das heißt, sogar bei Höhengeschwindigkeiten wie hier, wo man Vollgas durch den Knick fährt, kann es auch nochmal rutschig werden. Ist aber kein Problem, kann man eigentlich alles alle auffangen. Dann hier in die 90 Grad Kurve, auch wieder rechts rum, ganz standardmäßig. Wir fahren hier einmal um ein Flugfeld drumherum, deswegen ist es eigentlich alles flach und eben. An diesen langgezogenen Linkskurven muss man ein bisschen aufpassen am Ausgang, da treibt es einen gerne weit raus, aber wenn man früh genug einlenkt, gehen die ersten beiden tatsächlich mit Vollgas. So, und dann fahren wir hier auf die längste Gerade, auf die die langsamste Kurve folgt, deswegen hier gut auf der Bremse stehen, schön an den Apex ranfahren, aber auch wieder früh aufs Gas, denn die nächste ist auch wieder eine relativ lange Gerade. Ganz allgemein muss man bei dem Auto ein bisschen Vorsicht an den Tag legen, sowohl beim Bremsen als auch beim Beschleunigen ist Geduld gefragt. Ist aber auch kein Wunder, das Ding ist ja schon mehr als 50 Jahre alt. So, jetzt kommen wir in den letzten Sektor, der ist erstaunlich schnell, da muss man erstaunlich wenig bremsen, das heißt nur mal kurz die Bremse antippen und dann hier am Ausgang wirklich jeden Zentimeter nutzen, schnell wieder auf die rechte Seite rüber, damit man dann beim Schild einlenken kann. Hier ist der einzige Knick, wo man ein bisschen vom Gas gehen muss, weil sonst das Gras auf der rechten Seite doch sehr erstaunlich nahe kommt und dann sind wir eigentlich auch schon wieder rum die Runde. Kurzer Tipp noch in der letzten Kurve, bei dem Auto kann man auch gerne mal ein bisschen gleichzeitig auf Gas und Bremse stehen, damit man mit dem Bremspedal in der Kurve das Gewicht auf die Vorderachse und damit auf die lenkenden Reifen setzt. Das heißt, damit das Auto ein bisschen wenig untersteuert. Ja, und dann sind wir auch schon wieder rum. Wieder eine sehr unterhaltsame Kombination, bei der man aber gut aufpassen muss. Deswegen, das wird ganz schön wild am Donnerstag. Bis dahin.